mit Ex-Profi Thomas Wegmüller und der aktuellen Weltcup-Siegerin im Mountainbike Elite Damen Yolanda Neff. Also sie ist wirklich der aktuelle Topshot der Mountainbike-Szene, die Nummer 1. Und wir fangen gleich an mit dem Interview. Vielleicht gerade zuerst zu Yolanda. Herzlich willkommen, Yolanda. Wie fühlt man sich als neue Weltcup-Siegerin? Ja, immer noch gleich wie vorher, aber ist natürlich großartig, dass die Saison so gut gelaufen ist und ich diesen Erfolg heimbringen konnte. Okay, und du bist ja U23 Weltmeisterin und jetzt Weltcup-Siegerin und hast noch jene anderen Titel, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Hast du da noch die Übersicht? Ja, doch, die Übersicht verliert man nicht so schnell, weil man fährt ja jedes Rennen selber und von daher ist es recht einfach, diese Erinnerungen zu behalten. Okay, und hast du diese ganze Saison irgendwie geplant oder fährst du da von Rennen zu Rennen und schaust dann überall, dass du immer zuvorderst bist? Oder wie ging das diese Saison? Ja, auf jeden Fall hat man einen Plan, den man Anfang Saison erstellt mit allen Rennen und den Höhepunkten sowie Trainingsphasen und so weiter. Und ja, dieses Jahr war es ganz klar auf den Weltcup ausgerichtet und es gab wie drei Phasen diese Saison. Zuerst die ersten Weltcups in Übersee, danach die Europa-Weltcups und jetzt im August noch die Phase mit den Weltcups in Amerika. Und ja, das waren so die Phasen und jetzt steht noch das letzte Rennen an mit der Weltmeisterschaft nächste Woche. Jawohl, und da gibt es ja eine Besonderheit, dass du quasi als die Nummer 1 der Welt nicht bei den wirklich Top-Shots starten darfst, rein wegen der UCI-Regel, vom Alter her. Wie geht das genau? Ja, in der Weltmeisterschaft sowie Europameisterschaft startet man immer in der Alterskategorie und da ich 21 bin, gehöre ich dort zu den U23. Und beim Weltcup hat man die Möglichkeit, sich für die Elite zu qualifizieren und das habe ich vor 2 Jahren getan und ich habe es sehr genossen, da Erfahrungen auf höchstem Level zu sammeln und bei den Elite starten zu können. Okay, das wäre also diese Spezialregelung, das ist dann der Nachteil, wenn man die jüngste Weltcup-Siegerin aller Zeiten ist, ja, dann andere Zeiten kommen. Du hast die verschiedenen Phasen angesprochen in der Saison, was war die schwierigste Phase in diesem Jahr? Ja, der Start in die Saison gelang mir wirklich hervorragend und ich konnte 7 Rennen am Stück gewinnen. Und schwieriger wurde es dann eigentlich in Australien. Da waren wir 2 Wochen in sehr tropischem Klima und es gab nach der Rückreise einen großen Jetlag und da habe ich mich ein wenig erkältet. Und die Phase danach war eigentlich die strengste oder jene, wo ich am wenigsten gut in Form war. Und ja, es war toll, dass ich trotzdem noch das Leader-Trikot verteidigen konnte und mich dann wieder gut vorbereiten konnte für die Weltcups in Amerika, wo ich dann wieder an die Leistungen von dem Anfang der Saison anknüpfen konnte. Okay, und wie macht man denn das über das ganze Jahr hinweg, so konstant in Form zu bleiben? Du bist ja praktisch fast konstant aufs Podest gefahren in dieser Elite-Kategorie. Wie macht man das? Ja, ich denke, die Konstanz ist etwas vom Wichtigsten und das hatte ich auch letztes Jahr schon eine gute Konstanz, aber dieses Jahr konnte ich mich nochmals verbessern ein wenig und um diese Konstanz zu halten, denke ich, ist es am wichtigsten, dass man gesund ist, dass man immer gut erholt ist und dann kann man auch sich in jedem Training wieder pushen und verbessern und so ja, über die ganze Saison eine gute Leistung bringen. Okay, dann habe ich gehört, dass du zwischendrin auch am wirklich aktuellen Hotspot auch der Profis warst. Das ist ja Bernina Hospiz da in der Höhe oben, wo man in der Höhe oben schläft und dann rundherum trainiert. Wie sieht so etwas aus, so eine Phase? Ich meine, das ist ziemlich speziell. Wie sieht das genau aus? Der Tagesablauf oder was macht man da? Ja, ich war im Juli für 3 Wochen auf dem Bernina im Höhentrainingslager mit der Nationalmannschaft und wir konnten da super trainieren, denn obwohl die Temperaturen manchmal nicht so hoch sind, hat man eigentlich immer die Möglichkeit, entweder im Engadin, also in der Schweiz, zu trainieren oder wenn es dort schlecht Wetter ist, kann man auch ausweichen nach Bormio oder Tirano
und es hat da wirklich schöne Pässe zum Fahren. Und ja, der Tagesablauf ist eigentlich, dass man frühstückt und danach aufs Rad steigt. Und am Nachmittag oder am Abend hatten wir meistens noch eine Massage, irgendein Erholungsprogramm. Und ja, dann macht man das für 3 Wochen, aber danach ist man schnell. Okay, aber in dem Fall nichts mit Ausgang in St. Moritz oder so? Nein, leider nicht. Also wir haben uns da stark zurückgehalten und das auf Ende Saison vertagt. Okay, da gibt es ja dann genug zu feiern. Vielleicht zu dir, Thomas, war das bei dir auch so, diese Höhentrainingslager zu deinen Zeiten? Ja, wir haben die Höhentrainingslager eigentlich so gemacht, dass wir vielleicht in Kolumbien gerade Rennen gefahren sind. Die ersten 3-4 Tage waren die Beine ein bisschen dick und dann hat es noch gebrannt und dann ging es immer besser und am Schluss haben wir noch die Bergetappen gewonnen. Ah, ihr ging gerade direkt nach Kolumbien, ja, da kommen ja gute Bergfahrer her. Alles klar, du hast ja seinerzeit den Übernamen gehabt, die Lokomotive. Und ich glaube, da hast du einige Profis, andere Profis, die das fürchten gelernt, immer wenn du vorne ans Feld gingst. Was waren deine schönsten Erlebnisse als Profi? Ja, sicher so diese Siege, wo auch die Jolanda gesagt hat, die vergisst man nicht so schnell. Und auch bei mir vielleicht noch ein bisschen bedeutend, weil ich hatte auch bedeutende 2. Plätze, die vergisst man auch nicht so schnell. Wenn einem zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt ist mir mal das Benzin ausgegangen, kurz vor dem Ziel. Und in der Paris-Roubaix, da hatte ich mal eben Pech mit einem Plastiksack auf 800 Meter, der mir in den Wechsel ging. Da konnte ich dann auch nicht mehr schalten und konnte auch nicht mehr richtig sprinten. Das sind dann so Sachen, wo einem ein bisschen bleiben. Aber sonst ein bisschen das größte Erfolg oder so die Highlights sind, wenn man die ganze Weltelite schlagen kann und eben die Besten auch, wenn man dann selber zu den Besten gehört. Und das ist halt im Zeitfahren, war ich ja in meiner Zeit einer der Schnellsten. Und das ist sicher der schönste Erfolg gewesen, dass ich das damals, ohne irgendwas zu haben, konnte man dann fast 45 Kilometer fahren auf 90 Kilometer Zeit fahren, das war nicht so schlecht. Ja, das ist allerhand. Wo siehst du allenfalls die größten Unterschiede von damals zur heutigen Zeit jetzt? Vielleicht kennst du auch heute noch die Profis oder die Szene. Ja, was ich festgestellt habe, ist natürlich, dass wir sind bei uns bis zu 150 Rennen gefahren. Und ich glaube, wenn ich jetzt Jolanda frage, wie viele Renntage hattest du, dann wird sie mir sagen, vielleicht 50. Stimmt das? Etwa 20 bis 25. Ja, also, das ist mal ein riesen Unterschied. Oder? Und bei uns war die Tour, oder da waren die Etappen langen, war 220 Kilometer Durchschnitt. Also, das waren die kurzen, waren so 205, 210 und die langen waren 290. Und das ist sicher etwas anderes. Und dann dazu kommt, dass wir haben es auch versucht, von Anfang Saison bis Ende Saison oben zu sein, aber das geht einfach, entweder ist man ein Klassikfahrer, dann bereitet man sich vor auf den April und ist dann da in Form, dann hat man dicke Beine im Mai, da kann man auch die Tour de Suisse eventuell nicht so trainieren, ist dann aber vielleicht wieder da nach der Tour de France oder so für die Herbsttraining. Also wir haben es versucht, einfach so 2 Buckel mit ungefähr 6 Wochen, so in 12 Wochen war ich dann da und in den 12 Wochen habe ich in der Regel 10 Podestplätze gefahren. Und das gab dann so einige. Ja, das nehme ich an. Was würdest du jetzt aus deiner Sicht für Ratschläge oder Tipps geben an Jolanda, vielleicht gerade für ihre aktuelle Situation im aktuellen Kalendersaison etc.? Also sie hat schon, ich glaube, das Beste gemacht, was sie hier das Jahr machen konnte. Sie kam direkt zu uns nach Zypern. Ist bei uns in Zypern die ersten Rennen gefahren, hat sie gerade gewonnen. Und ich hoffe, dass sie dann nächstes Jahr auch wieder zu uns in die Sonnenstube kommt, weil ja, es ist eigentlich in Europa bekannterweise das wettersicherste Ziel im Frühling und im Herbst und im Winter. Eigentlich praktisch die ganze Zeit haben wir eigentlich schönes Wetter. Wir sind ein bisschen weiter weg als die anderen, aber das ist eigentlich das, was ich empfehle. Also immer versuchen, was du schon gesagt hast, immer wieder die Erholung nicht zu kurz kommen lassen. Das ist sicher wichtig, weil wenn man versucht, immer ganz oben zu bleiben, wird man irgendwann, nach 3-4 Jahren ist man dann ausgebrannt und dann ist das fertig und die Karriere sollte noch ein bisschen länger gehen als 3-4 Jahre, weil du wirst dann auch in der richtigen Elite-Kategorie dann auch beim Weltmeister dabei sein. Und also
ja, mach weiter so. Ich habe schon im Frühjahr, ich habe schon vorher, wenn ich dich beobachtet habe, immer Freude gehabt, weil du hast so eine spezielle Art, wie du die Rennen gewinnst. Bei dir fühlt man, wenn du ans Ziel kommst, du hast richtig Freude, weil du schlägst die Leute, die anderen. Du bist nicht wie eine Maschine, du bist wirklich noch ein Mensch auf dem Rad. Super, mach weiter so. Danke vielmals. Du hast die Karriere angesprochen, Karriereüberlegungen. Jede Karriere hat irgendwann ein Ende. Frage, was machst du heute und was würdest du Yolanda jetzt schon ganz langfristig gesehen für Tipps allenfalls geben für ihre Karriere, after der Karriere? Das Wichtigste ist einfach immer dran glauben, dass man noch kann, dass es noch weitergeht und nicht zu früh an das studieren, was nachher kommt. Also ich konzentrierte mich bis eigentlich aufs letzte Jahr immer auf die nächste Saison. Und irgendwann hat man dann gesagt, okay, jetzt ist es die letzte Saison und das reicht immer noch früh genug, um dann irgendwie Weichen zu stellen. Weil sobald ich mich wieder auf etwas Neues konzentriert, bin ich nicht mehr dabei beim Alten und dann geht gar nichts mehr. Nachdem, dass ich innerlich den Entschluss gefasst habe, aufzuhören, wurde ich schon bei Bahnübergängen abgehängt. Also wichtig, konzentrieren auf das, was du kannst und dort bleiben. Und ich habe gehört, du hast auch Ausflüge auf die Straße gemacht. Und ich finde das ganz gut, weil ich war ja auf der Straße, ich habe auch als Querfahrer angefangen, bin auch im Dreck herumgefahren, bin auch im Dreck herumgerannt. Und die Straße hat eigentlich nachher erst dieses Potenzial gegeben, wo ich dann ausnutzen konnte, bei den Klassikern oder eben bei den langen Rennen. Und wenn du die Substanz dann mit der Zeit, wenn du älter bist, hast, dann hast du natürlich eine lange Karrieremöglichkeit, weil du kannst dann noch in die Marathons gehen und nach den Marathons sind dann vielleicht die Veloferien dabei. Also ganz klar, enjoy the moment, oder wenn man an die Pensionierung denkt, dann ist man pensioniert, so in dem Stil. Das kann ich nur unterschreiben. Ich werde mich im Moment leben, damit wieder zu Yolanda. Deine nächsten Ziele, hast du konkrete Ziele oder eben wirklich enjoy the moment jetzt noch WM fahren, U23, Wiederholung Weltmeisterschaft, Weltmeistertitel oder machst du schon blau? Ja, also logischerweise ist nächste Woche ein richtiges Rennen und darum mache ich jetzt nicht blau. Aber ja, danach wird es dann sicher ein wenig ruhiger und wir haben noch einige Rennen mit dem Team, aber im Oktober gibt es dann sicher mal eine Erholungsphase. Aber das sind sicher dann wohlverdiente Erholungsferien. Und nur zu sagen, die Weltmeisterschaft ist wirklich in einer Woche. Das geht so weit, dass sie sogar heute nicht den ganzen Tag am Stand stehen konnte, rein trainingstechnisch, weil das nicht gut ist. Für die Beine muss sie eben konstant die in Bewegung halten. Da sieht man auch die Seriosität von Yolanda Neff. Und ja, wir danken euch beiden ganz herzlich, dass ihr da wart und freuen uns auf die Zukunft. Vielleicht noch ein letztes Wort von euch beiden. Also, um einmal dieses Gefühl zu haben von diesen vielen Kilometern, die ich vorhin angesprochen habe, ist natürlich Markus seine Rundfahrt um den Bodensee. Das ist natürlich eines der Besten, was ihr machen könnt, weil da ist es noch nicht so sehr bergig. Es ist zwar flach, ich habe letztes Jahr wieder das Vergnügen gehabt. Ich habe mit Zyprioten diese Runde gefahren und ich war wieder begeistert. Ich werde nächstes Jahr wiederkommen. Ich habe leider dieses Jahr terminlich nicht die Möglichkeit, wieder um den schönen See zu fahren. Ich hatte letztes Jahr auch Glück, es war schönes Wetter. Oder wir sind so schnell gefahren, dass wir es durch das schöne Wetter brachten. Es hat ja dann am Schluss noch geregnet. Aber ja, das würde ich sagen. Und der Yolanda sage ich, wenn du dann nicht irgendwie allzu weit fliegen möchtest und doch noch ein bisschen Sonne sehen willst und so ein schönes 5-Sterne-Hotel am Abend ein bisschen genießen und nicht nur auf den Training denken, dann weißt du, wo du mich findest. Vielen Dank auf jeden Fall. Und ja, ich möchte auch sagen, diese Rundfahrt, denke ich, ist wirklich ein schöner Anlass, um im Herbst noch eine schöne Runde zu fahren. Ich habe den Anlass leider noch nie vom Rad aus erlebt, weil ich meistens am Bananenschneiden war. Aber ich denke, es ist ein sehr lohnenswerter Anlass und auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Jawohl, zur Erinnerung, sie war immer am Posten Sigmas Zell.
zusammen mit ihrer ganzen Familie, Vater Markus, Mutter Sonja Neff und Schwester Nadja, Bruder Lukas. Sie stellen da die halbe Postenmannschaft. Und sie ist neu auch jetzt bei uns im OK engagiert, so gut es ihr eben zeitlich geht und örtlich. Und das freut uns natürlich ganz besonders, dass sie auch hier bei uns wirklich aktiv mittut. Immer mehr dann, aber eben ganz klar Priorität hat ihre Karriere. In dem Sinn würden die beiden jetzt noch Autogramme geben und ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr da wart. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, dem Publikum.